Hallo und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Classics Rediscovered. Nachdem wir uns beim letzten Mal den zweiten Teil von Test Drive angeschaut haben, folgt heute der dritte Teil der Serie, Test Drive 3 – The Passion. Eine Besonderheit dieses Spiels ist, dass es 1990 einzig und allein für den PC erschien und somit die Tradition der unzähligen Portierungen brach. Wie es dazu kam, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Einige Mitarbeiter von Distinctive Software, der Entwickler der ersten beiden Teile, übernahmen 1989 die Portierung von Segas OutRun unter dem Pseudonym Unlimited Software auf den PC. Dabei wurden höchstwahrscheinlich Teile der Engine von Test Drive 2 verwendet, die geistiges Eigentum Accolades und nicht Distinctive Software ist. Als Konsequenz wurde die Zusammenarbeit beendet und der dritte Teil von Test Drive von einem anderen Team entwickelt. Das bedeutet jedoch nicht das Ende von Distinctive Software. Sie schufen noch einige bekannte Titel, wie beispielsweise 4D Sports Racing oder auch Stunts genannt in den USA. Nachdem sie bereits 1991 für 11 Millionen Dollar von Electronic Arts aufgekauft wurden, gingen sie während des Erscheinens von The Need for Speed in Electronic Arts Kanada auf. Ach ja, wer in Test Drive 3 im Stil der Vorgänger sucht, ist hier höchstwahrscheinlich besser aufgehoben. Der erste Teil der Need for Speed Serie trägt noch mehr als seine Nachfolger die Merkmale von Test Drive. Nun schauen wir uns aber mal Test Drive 3 im Detail an. Wie das Intro bereits verrät, unterstützt dieses Spiel endlich AdLib und Sound Blaster Soundkarten. Außerdem wird dies für viele sicherlich das erste Mal gewesen sein, dass sie ein wirklich gut aussehendes Foto auf einem Computerbildschirm sahen. Test Drive 3 unterstützt den VGA-Standard vollständig und bietet damit 256 individuelle Farben gleichzeitig aus einer 18-Bit-Farbpalette, also aus über 262.000 möglichen Farben. Im Hauptmenü angekommen, wird schnell deutlich, dass man den technischen Unterbau vollständig ausgetauscht und gegen eine moderne 3D-Grafik-Engine gewechselt hat. Die Umstellung auf 3D-Engines begann 1989 mit dem Erscheinen von Hard Driven. Dieses Spiel kam in die Spielhallen und nachträglich auch auf diverse Heimcomputer und Konsolen und konnte sich mit seiner 3D-Polygon-Grafik deutlich von den großen Genrevertretern wie Pole Position oder OutRun mit ihren skalierenden 2D-Sprites abgrenzen. Anfang der 90er Jahre gab es viele Spiele, die noch vor dem Erscheinen passender 3D-Grafikbeschleuniger mit der neuen Technik spielten und zum Teil mit der Kombination aus 3D-Objekten und 2D-Hintergründen einen ganz eigenen Stil besitzen. Sowas gab es zwar mit den Final Fantasy-Teilen für die PlayStation 1 und ein paar weiteren Spielen auch noch später, exemplarisch vorführen möchte ich es dennoch mit dem Intro des ersten 3D-Survival-Horrorspiels Alone in the Dark von 1992. Aber kommen wir nun wieder zurück zu Test Drive 3. Im Menü lässt sich der Schwierigkeitsgrad und ein Zeitrennen oder ein Rennen gegen bis zu 3 Gegnern einstellen. Außerdem haben wir die Wahl zwischen 3 verschiedenen Autos, können aber nur auf einer einzigen Strecke fahren. Eine Erweiterung namens Road & Car Disc mit 2 neuen Fahrzeugen und einer neuen Strecke erschien später im Jahr 1990. Wenn man das Rennen starten möchte, muss man erst an einer Codescheibe drehen und einen Wert ablesen.
Diese Form des Kopierschutzes war in den späten 80ern und frühen 90er Jahren häufig anzutreffen. Im Spiel angekommen macht sich der Wechsel zur neuen Engine erst recht bemerkbar. Die gesamte Strecke besteht aus nicht texturierten, einfarbig gefüllten Polygonen und wirkt damit einerseits befremdlich, andererseits zählt es zu den Vorgängern der heutigen 3D-Rennspiele. Ach ja, die Bäume bestehen nach wie vor aus 2D-Sprites. Wären wohl nicht hübsch genug gewesen. Weitere Vorteile der neuen Engine liegen darin, dass die 3D-Fahrzeuge der übrigen Verkehrsteilnehmer nicht mehr schrittweise auf einen zukommen und somit, wenn die Steuerung nicht so unpräzise wäre, gut auszuweichen sind. Es ist übrigens auch möglich, außerhalb der Strecke zu sein. Das gesamte Areal ist frei befahrbar. Das kann natürlich auch zu einem Ärgernis werden, wenn man nicht genau auf die Richtungsangaben achtet und das Ziel des Streckenabschnitts nicht findet. Es ist durchaus möglich, mehrere Minuten in die falsche Richtung zu fahren. Funktionierende Bahnübergänge, hübsche Wettereffekte, eine rudimentäre Physik-Engine, frei umherlaufende Rinder und Unfälle zwischen den übrigen Verkehrsteilnehmern geben dem Spiel eine dichte Atmosphäre. So, viel mehr gibt es zu diesem Spiel auch nicht mehr zu sagen. Portierungen auf andere Systeme gab es nicht und die nächsten Vertreter der Test Drive-Serie kamen so viel später raus, dass ich sie getrennt von diesem Teil vorstellen möchte. Also, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten werdet. Tschüss!